Ich hab nicht gedacht, Chat, ich hab nicht gedacht, dass ich einfach so ein riesiges Knusperflocken-Sitzkissen bekomme. Also, das hat mich echt überrascht. Ich war so, what? Eigentlich saugeil, weil man es auch einfach nutzen kann. Also, das war einfach so eine, muss man sagen, einfach eine geile Idee von denen. Also, das ist halt auch richtig useful. You know what I mean? Die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, beziehungsweise Frage ist eher so, kann ich jetzt mein Sitzkissen mit nach Hause nehmen und hier nutzen? Oder wird mein Team mich zwingen, das in den Review-Raum zu stellen? Das ist so, das ist jetzt noch so ein bisschen im Unklaren, Chat. Oh, das hat mich getroffen, wow. Als er. Und Skana ist, also dass er mal so upsteppen kann. Ohne Flash, so upsteppen. Und sehr, sehr risky, würde ich sagen, was er da macht. Dianimir. Dina LeBlanc auch noch, weißt du? Nehmen wir diese kleine Taube. Weiß nicht, dass ich die Taube spannend aus bin und challenge mich hier zu einem Omion oder was? Aber wir haben das echt schön gefrozen. Jetzt pushen wir uns hier langsam raus und dann kriegen wir einen echt schönen Base jetzt gleich für 1200 Gold. Und dann wird die Anivers sad sein. Okay, soll er halt sein ganzes HP da reinschillen. Wie dumm ist das denn? Da ist er noch sein Ei verloren und ich gehe trotzdem Base. Bei First Strike kriegst du jetzt einfach mehr Initialgold, dafür weniger, wenn du mehr Damage machst. Ich habe jetzt 150 Gold zum Beispiel schon bis jetzt bekommen, das ist echt crazy, finde ich. Das ist ja quasi zusätzlich zu meinem CS-Lead gerade, also das ist echt sehr, sehr nice. Und meinem Solo-Kill jetzt. Oh shit, ich habe auf den Chat geschaut und habe einfach mal meine Hälfte AP verloren, aber egal. Mir Honeyfood holen, dann kann ich eventuell noch weiter fighten, aber erstmal Honeyfood holen. Ja, wenn wir nicht die Anivia killen, gewinnen wir das nicht. Ja, doch, wir gewinnen das, okay. Skana Damage, I guess. Ich glaube, ich habe die richtig reingebaitet, das war. Weil ich so gechunkt war, hatte der Jarvan richtig Bock, dachte so, okay, vielleicht kann ich das ja doch gewinnen, wenn ich sie einfach EQ. Und im Endeffekt hat mein Turm-Int uns, glaube ich, gerade ein paar Kills beschert. Boah, also wir sind halt jetzt Ludens Companion gegen Sapphire Crystal Tier, Chat. Nein, das ist keine Übung, Chat. Das ist literally reality. Ich muss flashen, eins. Ich muss flashen. Nein! Nein! Wie sterben wir da? Ich muss das irgendwie verkackt haben. Ich wusste gar nicht, dass der mich abbrechen kann. Mit Jump, habt ihr es halt gesehen? Junge, wie insane war gerade schon wieder diese Trundle-Pillar, die meinen W-Spantrapped hat. Junge, ich bin gerade richtig mad. Die haben einfach zwei, so, keine Ahnung, der eine macht einen Felsen, der andere macht eine Wall und jedes Mal interruptet mit das mein Jump. Das Spiel wird schwierig, Chat. Weil wir haben es, ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber meine Botline ist 10 Tote und flammt sich gegenseitig. Haben den Turm auch schon verloren. Ich könnte versuchen, Midline da ein Play zu machen mit denen, ja. Eine Varus holt mehr. Wieder Sideline. Vergesse ich wieder dahin. Junge, ein Damage-Punkt muss irgendwer mal bitte doch hinbekommen, Alter. Wie stirbt der da nicht? Er hat sogar geflashen müssen. Und gib mir einen Assist, Kamel. Oh, nice.
Also, dass der da nicht gestorben ist. Thatch. Ich war sogar gesnappt noch für 2 Sekunden oder so. Aber wie gesagt, wir dürfen uns nicht tilten lassen von wie das Spiel gerade verläuft. Einfach weiter tryharden. Einfach weiter tryharden und ich glaube, ich kann das Game carryen. Aber uns ist ready. Damage kommt jetzt rein, Chat. Wenn die Kinder da halt früher mit mir fighten zusammen, können wir das halt easy gewinnen. Ich will dir nicht den dritten Dragon lassen. Und ihr habt ja auch gesehen, die hatten auch richtig Angst. Die sind ja literally vom Dragon weggegangen, haben mich angegriffen. Wenn ich damit halt zusammen fighte mit meinem anderen Carry, das ist halt so ein Freewin, dieser Fight. Aber wir haben halt einfach wieder keine Synergy in diesem Team. Aber wie gesagt, wir dürfen uns nicht tilten lassen von wie das Spiel gerade verläuft. Einfach weiter tryharden. Wie hart werde ich hier eigentlich durchzitzelt von denen? Varus fucking Ult, Nautilus Ult, Ignite. Dann kam noch der Trundle leider von der anderen Seite. Das hat mich am Ende leider noch gefickt, muss ich sagen. Ich habe nicht den Trundle erwartet gehabt. Wie seit 4,5 Sekunden hätte ich einfach Mercs gehen sollen, let's real talk. Das ist echt crazy, die CC-Duration hier, die ich hatte. Problem ist halt, das ist halt auch so ein. Die halt zwei so unskillte Champs spielen. Die spielen halt fucking Nautilus und Varus. Und noch zwei so Champs, die halt. Kannst du so wenig falsch machen. Aber die Fights sind knapp, wie gesagt. Alter, der Damage. Aber nur durch Auto-Attacks. War das gerade. Nicht nur Damage, um den fucking Jarvan zu killen, mit einfach meinen Items. Das ist auch crazy, irgendwie. Yeah, my bad, I guess. Oh, das hat die Killing gut gespielt, ist am Ende. Das war guter Smurf. Ah, ich dachte mir halt, ich muss da reinjumpen, nachdem. Ich weiß gar nicht, wer ihn geht. Ich glaube, Chaco und Skana. Und ich dachte halt, ich muss da reingehen, um auch Damage zu machen. Ich habe außerdem nur 3 Leute gesehen. Ich musste das auch im Replay anschauen. Das war irgendwie komisch. Ich habe hier nur 3 Leute gesehen. Oder 2. Und ich dachte, die anderen wären noch weiter hinten. Und als ich da reingejumpt bin, habe ich alle gesehen. Dann wurde ich dick genau gesoltet. Achso, mir fehlt doch gerade auf. Mein Topliner hat gar kein TP. Deswegen müssen wir mal aufpassen wegen Objectives auch. Oh. Junge. Nice. Das war wichtig. Aber wenn wir dieses Game jetzt hier noch gewinnen, das wäre crazy. Schauen wir mal. Was wird? Das Ding ist halt, warum ist eigentlich dieses Game so fucking knapp, Chat? Wir sind jetzt Full Items und die Anivia ist bei 2,5. Hä? Und dieses Spiel ist knapp, Chat. Full Items zu 2,5. Ich muss irgendwie das Banshees von dem procken. Oh mein Gott. Das war unlucky. Die Killin hat sich hooken lassen, weil sie dachte, dass ich den tanke. Naja, ich habe sie nicht wirklich reingebaitet, Chat. Ich muss ja trotzdem meinen Job machen, indem ich poke, etc. Alter Falter. Und Elder, now. Erst, wir brauchen den First Setup beim Elder, weil wir haben jetzt
Man Advantage. Was machen die Leute? Warum sind die Topseite? Eigentlich sollte das jetzt unlosable sein. Die Gegner müssen in Caitlyn und Shaco reinlaufen. Und LeBlanc. Also ich weiß nicht, wie wir das verlieren sollten. Außer irgendwer hintet. Tausend Damage. Machen einen Schuss. Ich liebe es, Alter. AD-Carries auf diesem Patch sind so krank einfach. Ich tue die einfach nur rauslaufen, weil jetzt mein Team hat in der Zwischenzeit ein 5 gegen 3er quasi. Nur indem ich hier staye, können nichts machen. Don't chase more, please. Einfach Elder holen. Einfach Elder mit unserer Kombi schon. Nice. Baron, Elder, Baron. Was ist los, Alter? Was ist los, Mann? Also, es gibt jetzt zwei Wege. Entweder machen wir jetzt 1-3-1 und wir gewinnen das Game einfach in 2 Minuten. Oder wir spielen 1-3-1 und das Game ist jetzt verloren, weil mein Team gefightet wird von dem Javan. Okay, ist das balanced oder was, Chat? Was macht der da mit meiner Wave? Nicht mehr Humana. Was ein Game. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich habe sehr, sehr viel Angst vor dieser Entscheidung. Wir müssen TP'en, sonst verlieren die Radio Base. Zwei Leute sind Base, das heißt, eigentlich müsste der Elder jetzt unser sein, oder nicht? Ich TP sogar Mitte, weil der Elder sollte jetzt uns sein, dann kann ich eventuell danach noch jemanden one-shotten hier. Ein Flash mehr auf den Varus. Oh, ich habe ihn sogar gekillt. What the fuck, wie das? Wir haben einfach dieses Game gewonnen, Chat. Was ein Kampf es war. Voller Fokus, ich habe gefühlt nicht geatmet, nicht geredet. Boah. Chat, wir haben dieses Game einfach gewonnen. Crazy. Crazy. Die waren 10.000 Gold ahead. Und wir haben dieses Game fast verloren, Mann. 10.000 Gold, Chat. Tut den Damage an von der Anivia und meinem. Und es war so ein hartes Game. Aber wir haben die 4-4-2-Regel, Chat. Und das war eins der zwei Games, die man carryen kann, wenn man sich komplett tryhardet. Mhm.